Hallo Leute, willkommen auf meinem Channel, mein Name ist Sami. In dem heutigen Video, wie ihr auch dem Thumbnail entnehmen könnt und im Titel, geht es um die besten Cargos bei Amazon unter 50 Euro. Also wirklich der Fit, wie die sitzen, die Colorways, alles crazy und der Preis unschlagbar. Und keiner kann mir erzählen, dass man Cargos bekommt mit so einem nice Fit, mit so einer nice Quali für unter 50 Euro, außer beim Vintage Store. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende gespannt. Es lohnt sich for sure. Ich habe für euch auch direkt die Cargos in Outfits kombiniert. Also eine Lookbook-Aufnahme haben wir für jede Hose auf jeden Fall auch drin. Ich habe diese Videos damit. Ich habe damit auf YouTube hier angefangen, Lookbooks zu machen. Und deswegen dachte ich mir, back to the roots, back to the old times. Wir machen ein bisschen Inspiration hier. Deswegen freue ich mich übelst auf euren Feedback. Und wir haben am Ende des Videos auch eine Verlosung von einer der letzten Giveaways. Also auch da lohnt sich, gespannt zu bleiben. Ansonsten vergisst nicht zu liken, zu abonnieren. Damit würdet ihr diesen Channel supporten und euren Feedback zu hinterlassen. Daher würde ich sagen, let's go! Fangen wir dann direkt an mit der ersten Cargo. Und die erste Cargo ist in so einem Grau, Beige, so ein bisschen so ein relativ helles Grau, was ich übelst nice finde. Also ich finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Colorway. Ich blende auch direkt hier jetzt die Fit-Aufnahme von der Cargo. Die fittet richtig nice. Die hat so ein Straight-Leg-Fit und allgemein stackt die richtig schön auf den Schuhen. Und was ich auch ganz cool finde bei der Cargo, ist diese Taschen, also dieses Militär-Look, den die hat allgemein. Und genau diese Taschen, die übereinander sind und so. Und auch auf der einen Seite habt ihr auch so eine Schrift, was richtig nice aussieht. Also dieser Look hier bei der Cargo ist echt crazy, crazy nice. Und auch für 50 Euro ist sie wirklich, ehrlich gesagt, unschlagbar. Ich habe die hier in Größe 36. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde, dass die Branded Cargos ganz oft ein bisschen kleiner fitten. Also ich gehe immer eine Größe größer. Normalerweise trage ich 34. Ich habe mir hier 36 geholt, damit die gefittet hat. Gleichzeitig habe ich die auch in einen sehr nice Outfit kombiniert. Ich bin gespannt auf euren Feedback. Ich habe auch eine von Running. Die hat mich, glaube ich, 140 Euro gekostet. Aber die hier, diese Preis-Leistung, 50 Euro, auch wenn die relativ dünn ist. Also die ist mehr für den Sommer und Herbst. Trotzdem ist sie echt eine crazy nice Cargo. Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zu dem Outfit. Machen wir dann direkt weiter mit der nächsten Cargo und mehr zu einem Militär-Klassiker oder Cargo-Klassiker. Und zwar ist sie in so ein dunkles Grün, was ich übelst nice finde. Also allgemein dieses Militär-Grün sieht übelst nice aus. Und diese Cargo unterscheidet sich von der ersten, auch wenn die hier auch vom Branded ist, vom Design. Also die hier ist erstmal ein bisschen baggier. Die erste ist mehr so straight leg. Die hier hat ein baggy Fit, wie gesagt. Und die hat an den Seiten, anstatt zwei Taschen übereinander, hat die nur eine große Tasche und Straps. Und ich finde, das sieht auch übelst nice aus. Also in manchen Outfits kann es crazy kommen. Ihr seht auch gleich das Outfit, was ich dazu kombiniert habe. Also wirklich ein richtig, richtig nicer Korb. Checkt die auf jeden Fall ab. Die wird unten verlinkt sein. Machen wir dann direkt weiter mit der nächsten Cargo und das ist auch die gleiche Cargo wie die davor in Militärgrün, nur ist die hier in Schwarz, also wirklich 1:1 das gleiche Design. Die Taschen, die Straps, dieser Baggy Fit, wie ich das bei der ersten auch erzählt habe, alles gleich, sieht übelst nice aus. Auch hier eine schwarze Cargo, ist auch nicht so einfach zu finden und deswegen ist die hier perfekt, finde ich. Und auch dieser Fit sieht hier sehr, sehr nice aus. Ich weiß auch, dass viele von euch in Instagram mir ganz oft schreiben, woher hast du die? Die Hose, die ist von Branded, wie gesagt, kostet unschlagbar. 40 Euro, deswegen müsst ihr die euch kaufen. Unten wird die auch verlinkt sein, auch die. Daher würde ich sagen, kommen wir auch hier zu einem sehr nicen Outfit, auch hier wieder mit einem nicen Vintage Hoodie. Ich will euch aber nicht zu viel erzählen, deswegen roll the tape.
Machen wir dann direkt weiter mit dem nächsten Colorway und mit der nächsten Cargo. Und die ist auch hier wieder von Branded. Ich feiere diese Branded Cargos. Die nächste hat auch das gleiche Design wie die hier in Beige. Also die zwei, die schwarze und die Militärgrüne, haben das gleiche Design. Und die hier und diese Beige hier haben auch das gleiche Design. Also alles gleich. Diese versetzten Taschen übereinander. Der Fit, ich blende auch direkt hier die Fitaufnahme. Der Fit ist crazy bei diesen Cargos. Also wirklich dieser nice Straight Leg Fit. Richtig, richtig schön. Stackt perfekt auf den Schuhen. Und was ich allgemein bei Branded Cargos sehr cool finde, ist, dass die oben und unten meistens Straps haben. Also einmal unten hier, ganz unten an der Hose kann man die ein bisschen enger machen oder weit tragen, so dass sie den ganzen Schuh verdeckt. Auch kann auf jeden Fall ein ganz cooler Vibe sein. Oder oben, wenn man ein bisschen zunimmt oder abnimmt, so ein bisschen im Sommer mäßig diese Massephase oder ein bisschen so in Shape kommt, kann man die Hose ein bisschen binden. Man muss da nicht direkt eine neue kaufen. Daher kommen wir zu einem Outfit, wo ich den Style ein bisschen verändert habe. Ein bisschen so eine andere Perspektive, wie man solche Cargos kombinieren kann. Daher würde ich sagen, roll the tape. Machen wir dann direkt weiter mit einer Cargo, die ich eigentlich extra geholt habe für einen TikTok. Und zwar habe ich ein paar meiner Favorite Rapper Outfits von denen nachgemacht. Und dann habe ich auch ein Outfit von Travis Scott nachgemacht. Ich blende auch hier das Foto von dem Outfit. Ich war ja den übelst persönlich und deswegen dachte ich mir, ich hole mir dann direkt eine Cargo, die natürlich zu diesem Outfit, zu diesem Bild passt. Und da habe ich die hier von Branded gesehen und da ich eh gute Erfahrungen mit diesem Design speziell und allgemein mit Branded gemacht habe, dachte ich mir, passt es perfekt. Diese Cargo hat auch 1:1 das gleiche Design wie die davor, also auch hier wieder diese versetzten Taschen übereinander und dieser Straight Leg Fit. Ich blende auch direkt hier einmal die Fitaufnahme, dann seht ihr, wie die Cargo fittet. Auch hier wieder richtig nice, stacken auf den Schuhen, Taschen hier an den Seiten sehen übelst fresh aus und diese Farbe ist einfach perfekt jetzt für den Herbst, Frühling und auch vielleicht ein bisschen jetzt für den Winter, ist so eine Farbe übelst nice. Kommen wir zu Outfit, Travis Scott, Sami Roma, mein bisschen so Recreating Rapper Outfits. Wenn ihr Bock habt, dass ich sowas auf YouTube mache, schreibt mir das gerne in den Kommentaren, ansonsten würde ich sagen, roll the tape. Last but not least haben wir noch ein Cargo-Hosen-Klassiker und zwar ein Camouflage-Cargo. Die darf einfach nicht fehlen und ich muss ehrlich zugeben, die war eigentlich ein Zufallskauf. Ich habe diese ganzen Cargos und irgendwie habe ich die auf Amazon gesehen und ich dachte mir, wisst ihr was, ich hole die auch noch. Die muss auch noch in den Kleiderschrank, why not? Und die hat das gleiche Design wie die Militärgrüne und die schwarze vom Anfang. Ich blende direkt hier einmal die Fit-Aufnahme, dann seht ihr so ein bisschen diesen Baggy-Fit, diese Seitentaschen und auch diese Bändel. Also allgemein hat die Cargo einen richtig nicen Fit, einen sehr nicen Look. Und auch dieses hier, dieses Camouflage, ist so ein bisschen washed, was ich richtig cool finde, da es nicht so grell ist. Finde ich das auf jeden Fall sehr nice. Kann man richtig cool mit so Zip-Hoodies und so kombinieren. Was ich auch ganz nice finde bei dieser Cargo, genau jetzt für den Herbst, dass man die mit so Erdtönen sehr nice kombinieren kann. Man kann die simpel kombinieren, man kann die auch mit ähnlichen Farben kombinieren. Das kann auch sehr nice kommen. Und die passt sich immer den Outfits an. Und trotzdem ist es ein Piece, was für sich steht. Und trotzdem das ganze Outfit so eine eigene Note gibt. Deswegen feiere ich auf jeden Fall so eine Cargo. Ich habe für euch nochmal zur Inspiration ein paar Outfits rausgesucht mit ähnlichen Cargos, mit ähnlichen Colorways, so als Inspiration, falls ihr noch nicht wisst, wenn ich mir die hier kaufe oder eine andere, was kann ich damit machen? Wir fangen direkt an mit einer beigen Cargo. Ich blende hier ein paar Outfits, was man ungefähr mit einer beigen Cargo anstellen kann. Natürlich sind das hier die Outfits nicht 1:1 die gleiche Cargo, aber trotzdem kann man sich daran inspirieren.
Dann haben wir hier eine grüne Cargo, da blende ich auch ein paar Outfits. Und dann kommen wir zu einer schwarzen Cargo, was auch echt ein Essential ist. Da kann man echt sehr viel mitmachen und ich glaube, das wisst ihr selber. Und dann natürlich zu diesem Anthrazitfarbe, was natürlich ein bisschen spezieller ist. Aber ich blende auch hier ein paar und dann natürlich zu einer Cargo, diese Travis Scott Vibes, ein bisschen in diesem Erdton. Da kann man auch echt viel mitmachen und genau jetzt für den Herbst kann man richtig nice Outfits mitmachen. Und last but not least, mit einer Camouflage Cargo habe ich für euch auch hier ein paar Outfits rausgesucht, was man da ungefähr machen kann, was ich persönlich auch natürlich gefeiert habe. Daher würde ich sagen, hoffentlich konnte ich euch mit diesen Cargos ein bisschen weiterhelfen bei der Suche oder ein bisschen inspirieren. So Leute, nachdem ihr gemerkt habt, ich feiere Branded und die ganzen Cargos von Branded, findet ihr die unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten will ich euch nochmal einen kleinen Fazit geben, was ich allgemein von diesem Trend halte. Also ich persönlich feiere den Trend und finde Cargos sehr bequem, sehr funktionell und kann man immer nice tragen und sind einfach ein Essential Piece geworden in meinem Kleiderschrank. Egal, ob die im Trend sind oder nicht. Wir hatten ja letztes Jahr so mehr Jeans im Trend, dann waren jetzt Cargos, Trackpants, also es wechselt sich immer. Also für mich persönlich ist Cargos trotzdem ein Essential. So Leute, kommen wir jetzt zu der Verlosung von der Giveaway und zwar von dem Video What's Düsseldorf Wearing. Da hat der Bro Saad einmal von der Marke The Ones uns drei T-Shirts hier zur Verfügung gestellt und der erste Gewinner von dem ersten T-Shirt mit dem Capsule Collection Print ist einmal der Bro Sam Samuel, auf Instagram heißt er Sam. Ich freue mich auf jeden Fall übelst für dich, Bro, und ich hoffe, du hast richtig viel Spaß mit dem T-Shirt. Ich weiß, sie haben die Verlosung ein bisschen spät gemacht, aber ich freue mich trotzdem für dich. Dann haben wir einmal das zweite T-Shirt mit was ein bisschen, sagen wir so, simpler ist, mit zwei Prints vorne, und zwar hat einmal das erste T-Shirt von denen hat einmal der Bro Daniel Gomez gewonnen. Und dann haben wir für den dritten und letzten Gewinner von dieser Giveaway, wer das letzte T-Shirt gewonnen hat, der Luki. Also der hat zwar kein Instagram geschrieben, aber ich hoffe trotzdem, dass du mir auf Instagram folgst. Und wenn du das tust, Bro, dann schreib mir auf jeden Fall auf Instagram, damit ich dir das T-Shirt zukommen lassen kann. Ansonsten freue ich mich auch für die anderen zwei Jungs bei deren T-Shirts und ich hoffe auf jeden Fall, ihr braucht noch ein T-Shirt in euer Kleiderschrank. Ansonsten, ihr könnt auch in den letzten zwei Videos, da waren auch Giveaways dabei, ihr könnt auch da noch mitmachen und es werden Giveaways in Zukunft kommen. Ich hoffe, dass ich mit dem Video euch ein bisschen weiterhelfen konnte, sei es jetzt bei der Suche nach Cargos oder bei der Inspiration nach Outfits und was man mit Cargos so machen kann. Und genau gleichzeitig bei diesen Cargos, die einfach unter 50 Euro kosten, ist es einfach wirklich unschlagbar. Gönnt auf jeden Fall euch eine unten in der Beschreibung die Links. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Liken, abonnieren, kommentieren, ihr kennt das Prozedere, darf nicht fehlen.